Alright, so our also next unser talk nächster is called Vortrag Diversity, heißt Hacking Diversity, where we basically try to treat a really awkward question about the spaces that we move in here, sehr which is that we really Frage have these ideas about inclusion and diversity, werden, but in the end most of the people that come just look like me, and in open source in most people look like me, and this is extremely strange, right? Because we have all of these ideas about diversity and everything. And today we try to answer the question why this happens and maybe what we can do about it. Warum our das speaker passiert for this is Professor Christina Dumba-Hester. She's a unsere professor at the University of Southern California, I think. Dumba-Hester. And today she is showing essentially a condensed version of a book that she just wrote called Hacking Diversity. Aus den and I'm really looking forward to this talk Buch because Hacking Diversity I also have asked myself these questions and I don't know the answers. So I'm looking forward to this. Hier ist Christina. Thank you so much. Thank you vielen Dank für die for Einladung the introduction and thank you for und the für die Einladung invitation and thank you und for all die ganze your labor Arbeit, to get this die hineingeflossen experience off the ground. Muss, so I'm really um diese remote happy experience and excited zu machen. To be here, whatever that is. Und ich werde jetzt anfangen. Also, let's see here. Okay. Let me know. Also, ihr solltet jetzt Folien sehen. Ich hoffe, ihr seht sie. Okay. Thanks. This is not a best practices talk. Also, das ist jetzt nicht wirklich ein Talk darüber, and how did we get here? Wie wir das am besten einfach lösen können. Meine Beispiele sind jetzt broader ein bisschen Amerika bezogen. And so to get started, I think I und um zu starten, want to, wollte ich einfach dieses Zitat from der Free Software Foundation from 2012. Aus 2012 präsentieren. And the goal of this talk is really und to give das Ziel dieses Talks context, ist eigentlich, ein bisschen Kontext dazu zu geben. It's safe to say that this is a fairly mainstream, das ist eigentlich and uncontroversial ein topic. But it wasn't wichtiges, always this aber way. So the quote says, the free ist, software movement needs und, diverse participation eben, to achieve its goals. If we want to make proprietary software extinct, also we need to make von everyone on the planet benötigt, engage with free software. Um zu to get there, we need people of all genders, das Ziel races, zu erreichen, sexual orientations, and abilities leading the way. Braucht es and as I said, jeden auf dieser I think Erde, this is a very recognizable deren, gender, sort of discourse now, Rasse, sexuellen Orientierung. And I'm oder sort of unpack this for a little while. So der Überblick dieses Talks ist also es wird sehr viel zur Geschichte geben und dann ein bisschen etwas über den Wert und das Ziel von Diversität and auch also von of diversity and how was man daraus mitnehmen kann und über Märkte und dann ein bisschen was zu Diversität und Gerechtigkeit und one for people who've been involved in es wird auch genocide, etwas bisschen Kontroverseres geben, nämlich Menschen, die in Genozid involviert waren. Also für alle, die das nicht aushalten, gibt es immer eine Warning auf den Folien. Okay, dann könnt ihr wegklicken, wenn euch das zu sehr betrifft. Genocide. Also zuerst reden wir kurz über Genozid im 19. Jahrhundert in den USA und auch im there was an idea bis ins of 20. Sort of Jahrhundert hinein. Frontiersman, a brawny man who you can see here. This also, is a das folk ist eben ein Volksheld, but was important der enough to still immer noch be being im Fernsehen on television in den 1960er Jahren gezeigt wurde. And the sort of consistent thing here is I'm going to actually also, go, this is the diese, genocide one, to these sort also, of consistent diese, representations. You can see these folks are wearing, well, they're, you know, Männern, they're men and they're being manly, and sind they're wearing you know, animal hide sie with tragen, the implication that they maybe, you know, shot the deer themselves. Soll repräsentieren, dass sie die Tiere selbst geschossen haben. They're in naturalistic sind in einer settings, naturalistischen sort of, Umgebung you know, gezeigt. Ready for sie werden sehr stark dargestellt.
I'm drawing here on historian und Susan ich, Douglas, referenziere hier who argues zur, that around the turn of the 20th century, society started also, to change. And so even though there was still this, you know, mythos of this brawny frontiersman, what society actually needed was weil a reconfigured masculinity also, that didn't sort of have this, you know, rough, physical, brawny Masculinity. And so masculinity itself, she says, was reconfigured to what she calls technical masculinity. And so festgestellt, dass es eben eine technische Maskulinität übergegangen ist. Mastery over und dass eben Maskulinität sort of wird jetzt eben über Maschinen definiert, über elektronische Maschinen. Zum Beispiel in diesem Beispiel Radio. In the very early 20th century, first wireless telegraphy, also zuerst, and then later wireless sound transmission, also which became broadcasting. Übertragen vom Text und dann she eben argues auch von, as a way to sort of refit masculinity Sprache. For the way the society was changing. It was more urban. There was mehr more städtisch, specialized viel division of labor, spezialisiertere Arbeit, to die dann eben in, wichtig you know, wurde. Professional white-collar fields zum with technology mit dem, as opposed to going out and mit der Einführung West. Vom Film. And so here we see technical masculinity also entrainment, wie, wir sehen eben, a father with his very young son. You know, Vater him, seinem Sohn this is, diese you know, a way to be in the world. Maskulinität eben mitgibt. And Douglas argues that this Douglas started with ham radio dass eben in the early 20th century, but Aufkommen des Radiowesens it continued to sort of persist over time. Und das aber and auch so my next two slides are showing this same also zum Beispiel, technical masculinity, which is about you know, hier, curiosity, und solving bei a problem, der technischen Maskulinität geht es you know, eben expressing darum, your will Probleme zu lösen, neugierig zu sein, Sachen auszuprobieren mit verschiedenen technischen and so here this Hilfsmitteln is the und auf verschiedenen technischen Feldern. Made very famous in Stephen Levy's book about hackers. Zum Beispiel we heute have, geht es noch über Hacker oder hier in den 1960er Jahren gab es Phone Freaking. Also a 2600 magazine from the 80s, 2600 sort of continuing magazine to mythologize aus den 1980ern. Und in den 1970ern we see this with computers, the Homebrew Computer Club, really important hobbyist Faszination mit Computern. For both, you know, also zum Beispiel Valley, eben but also the mit der of Geschichte and free von Silicon software, Valley, who were sort of aber auch der Geschichte von Hacking an sich. And so what we're starting to see here is even as the tech wir sehen halt, shifts, the selbst wenn sich die Technologie verändert, bleibt die technische Maskulinität eben erhalten. It's just an ad das ist eben ein, for a microcomputer, eine Werbung but we für einen Mikrocomputer. You know, not only aber the representation man sieht of eben wieder die Repräsentation center, von Männlichkeit in der Mitte und in relation to, der Weiblichkeit to am say, Rande. It's just a sort of, you know, ancillary handmaiden, die einfach sort of nur dafür da sind, dem here. Männlichen and as I said, this Techniker is all irgendwie zu helfen. It's certainly a really cheesy ad, but I think I hope underscores the sort of consistent promulgation of this relationship with technology. And so I want to suggest is that tech here Technologie, over the 20th im 20. and into the 21. Jahrhundert is not just reflecting nicht nur, a legacy of division, of which gender reflektiert und gender und Genderrollen sind ein Teil davon, aber es wird auch herbeigeführt. Also wir haben einen weißen, ja, native, also wir haben eine Überlegenheit bestimmter Gruppen und ich zeige euch, wer in der Spitze an dieser Gruppe ist. Und wir haben hier Frauen und ja, Menschen mit coming out on the bottom. Weniger. And both builders and consumers of tech are implicated in this tension. Also gehen wir nochmal zurück und in der Geschichte, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal über Hacking nachgedacht haben und auf ein Gemälde geschaut haben. Also das, hier geht es um den amerikanischen Fortschritt im 19. Jahrhundert. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, gibt es einen Übergang von hell zu dunkel.
Und wir haben hier diese Jungfrau, sie ist nicht so sehr eine Person, sie sieht eher aus wie eine Göttin, und das sind, das ist eine griechische Ikonografie, was wir hier sehen. Und über allem, über allen Menschen, wir sehen hier aber auch Technologie in dem Gemälde, und wir sehen die Schiffe. Und ja, sie überfliegt alle und bringt Zivilisation. Also sie trägt ein Buch, und das symbolisiert Wissen. Und sie hat auch Telegrafie-Kabel hinter sich. Und diese Steuerung von Technologie ist Teil der, wie weiße Settler erste Amerikaner den neuen Kontinent bevölkert haben. Und wir haben hier diese weißen Settler, Siedler in der Mitte des Bildes, und es gibt auch Ureinwohner, und wir haben auch Bären in dem Bild. Und es gibt also diese Hierarchie von Menschen über den also das ist ein ziemlich tiefes Bild von Hierarchie und Dominanz von der Menschen, wie sich das verändert hat über die Zeit. Und das ist ziemlich interessant, denn diese Bildsprache ist so stark, dass wir ein paar Berichte, ja, es gab halt Frauen im Zweiten Weltkrieg, die die ersten Computer gesteuert haben. Das ist hier ENIAC in den USA. Aber sie wurden aus der Geschichte gestrichen, und sie wurden aus den geheimen Militärprojekten ausgeschlossen. Und in der Öffentlichkeit die Dominanz über diese Technologie ging den Männern, auf die Männer über. Of the actual historical record. Und ein anderes Beispiel ist, was vielleicht überraschend ist, das ist ein wirklich schöner Artikel, den ich hier from here. This is a Fairchild, das ist ein Halbleiter. Aus einer Fabrik in Silicon Valley. But they had an intermediate period. Es gab eine Zeit, bevor sie diese Sachen outgesourced wurden nach Asien, wurde es in dem Navajo-Reservat hergestellt im Südwesten. Also das ist interessant bezüglich Rasse und Geschlecht. Und es geht darum, Arbeit wertzuschätzen. Also dieses Reservat war ziemlich attraktiv. Labor laws didn't obtain, and they also die Manager in their minds thought, oh, there's dass die Geschichte der Navajo des weaving and the Navajos fabrication work, and so also das Weben und stereotype that es gibt ein gewisses Stereotypen von nicht weißen Frauen, particularly in this day and age, Asian. Sie haben, dass sie der kleine, dünne Finger haben, und das ist sehr hilfreich. Also wir haben hier eine Überlappung von dem Weben von der Frauen, der Navajo-Frauen und die andere Arbeit. Hier geht es um Insourcing. Diese Fabriken sind jetzt nach Asien ausgesourced. The labor from the sort of managerial home, and so now we would think like. Jetzt würden wir vielleicht denken, dass die Apple-Produkte in China zusammengesetzt werden. And
Also ich möchte sagen, dass ja, Rasse und Geschlecht sind and not to others. Another way that this works, I don't know how much people in the US will remember this. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sich erinnern, aber das ist hier ein Student, who was, hier you know, a geek, and war ein Geek und der doing a DIY electronics assembly er hat at home eine Uhr gebaut und die er in die Schule mitgebracht hat. And so here we can see that, you know, whiteness has been a resource for avoiding ja, also er wurde im Prinzip von der Polizei aufgegriffen und I'm certainly not saying that no white people have been criminalized for hacking, because that's not true. But certain activities get more of a pass based ja, on who's bestimmte Aktivitäten werden unterschiedlich behandelt und das hängt mit der Hautfarbe desjenigen zusammen. And this, system of social sorting, also es gibt ein System von sozialer Sortierung und das ist ziemlich flexibel. Es gibt auch eine Islamophobie, die hier greift. Was ich damit sagen möchte, es gibt eine Geschichte von Unterscheidung und wer hereinpasst und wer nicht so sehr hereinpasst von den in Bezug auf Technologie. Aber ich möchte auch da eine Idee ausdrücken, das ist nicht konsistent mit, mit der Art von Vielfalt als ein Wert auf dem Markt. If it can help sell something, even though here we also see also manchmal sort of, hilft es eben auch etwas zu verkaufen, you know, cultural and even legal system being brought to bear to punish certain forms of difference. Okay. Ja, so, ich möchte. Ja, also die Aussage hier ist ziemlich allgegenwärtig. In my mind, meiner Meinung nach, die Frauen in Diskussionen über Technologie sollten unterschiedliche Erfahrungen haben. The point is, capitalism is actually able to sort of reconcile these in also, es gibt da eben these contradictions einen Widerspruch. In a way. And you can also see that also, das ist jetzt mein Namensschild bei einem Event, event das von Google gesponsert worden ist, als ich an diesem Buch gearbeitet habe. Also eigentlich haben sie mich, sort of, also ich habe mich gefühlt, als wäre ich eingeladen gewesen, weil sie das Produkt besser verkaufen wollten und sie haben das eben mit einem weiblichen Symbol gelabelt, um das eben besser vermarkten zu können. Now I'm going to put up the only und jetzt werde ich euch die am schlimmsten akademische Folie dieses Talks zeigen. Abstract notions of rights and freedom and their expansion also, to new subjects Ideen elide und, the social salience of race and gender as a basis of inequality, even as it culturally recognizes and celebrates differences. So Themen, here we can see, you know, the market is happy to recognize durch, and celebrate differences. Eine bestimmte Rasse oder ein bestimmtes Geschlecht eben voreingenommen, women in tech or whatever, while als Basis over für and eben doing nothing to unseat Ungleichheit, the sort of core, which is that selbst race dann, and gender are bases of inequality. Es, von der Kultur, so you can sort of have this lip service, wird und eben dieser, abstract expansion of Unterschiedlichkeiten you know, festgestellt new identities. But und, what is sort of always intact is even if you're sort of bringing also one group immer, over wenn du and saying, oh, you know, you're part of the Gruppe, the dominant group now hernimmst in some way, und sagst, du bist jetzt the system die neue dominante is remaining Gruppe, intact. Ist eben diese and, soziale Sortierung immer way, angegriffen. Like zum Beispiel in den summer, USA huge, gibt know, es jetzt eben Matter, sehr viele protests, Demonstrationen eben quickly, unter dem Stichwort Black Lives Matter. Saying, oh, yes, und es gibt Black sehr viele Leute, die jetzt sagen, this. Ja, Black Lives you know, Matter, really wir wollen das unterstützen, auch Unternehmen yet, wie Amazon zum Beispiel.
Whether or not it's exploiting dabei, racialized workforce fragt sich COVID Amazon nicht, with, ob you know, warehouse es eben work and delivery work. Jetzt, these are some of the lowest paid workers. Aufgrund they von Rasse auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben benachteiligt, beziehungsweise eben ihre Arbeitsbedingungen auch nicht verbessert. Und Menschen sterben daran. Aber Amazon freut sich darüber, sagen zu können, eben Black Lives Matter und das eben verwenden zu können. Building surveillance equipment, but there's you know there's no inconsistency also, between the sort of recognition and celebration of difference while working to continue an, to cement that difference and exploit that difference. So all, also alles, was man dazu sagen kann, ist, dass diese Diversität, in my opinion, a rather toothless value. To sort of attach für die meisten einfach nicht the work, sort of so, also, so wichtig ist im Sinne von, man kann zwar sagen, man findet das nicht gut, aber nichts dagegen tun. Sort of bring und our attention to these Diversität of kann zu unserer Aufmerksamkeit there, eben zu diesen Ungleichheiten zwischen uns bringen, aber wenn es damit aufhört, you know, actually make some of the more you know, justice-affirming points halt, that I think are why people also, are drawn to these topics. Das macht dann einfach keinen Sinn. Und okay, meiner so Meinung after nach sind weiße Personen eben da relativ anfällig dafür. Zurück dazu, wie das eben mit so Hacking und Software zusammenhängt. And I want to sort of underscore that the Hacking and, also ich will hervorheben, dass eben dieses Hacking und die freie Softwarebewegung been, at the core eben pretty consistently. But historically this is really had to genau do with, damit ein Problem you know, freedom hat and openness has been about weil es geht eben darum, Technologie course, zu kontrollieren. Es geht auch um freie Meinungsäußerung und eben diese Freiheit about, you know, auszuleben is, und das sollte unabhängig you know, davon sein, wer diese Person ist und in es geht dabei auch um Individuen in Kollektiven. And so what I want to suggest was ich is, daher vorschlagen will, ist, the bigger context of tech and division, but without really acknowledging this, because the you know freedom of the individual was presented as a sort of universal value, even though in practice it really, really wasn't. Ja, 15 bis 20 Jahre früher, das hat sich geändert, als ich an dem Projekt gearbeitet habe. Da gab es schon sehr viele Bildungsangebote, die sich mit freier Software beschäftigt haben und die sich auch gerade darum um Vielfalt und Partizipation von Frauen gekümmert haben. Und es war sehr, es war auch inklusiv bezüglich Transgender people und so weiter, nicht Binarität und so not a sort of essentialist version of women. 2006 ist etwas passiert, dass dass dieses Thema sehr in den Vordergrund gebracht hat. Es gab einen EU-Report von 2005, dass die Beteiligung von Frauen nur 2% ist. Das ist noch viel weniger als in der Akademie, also in der Wissenschaft und in der Industrie. Und es wurde gesagt, dass die Nummer wirklich die Zahl nicht sehr hoch ist und sehr viele Diskussionen daraus entstanden und dass man sich anders organisieren möchte. Und ich möchte euch nun zeigen, was dieser Bericht ausgelöst hat. Hackers on Planet hier das Bild zeigt die Hackers on Planet Earth Konferenz von 2006 in New York. Und es ist vielleicht nicht ganz klar, was man hier sehen kann, aber manche Leute haben diese Statistiken gesehen und auch das Zitat des USA-Senators.
der etwas gesagt hat. Er hat sich zu Regulierung des Internets und Netzneutralität geäußert und jeder hat sich über ihn lustig gemacht, dass er die Themen gar nicht versteht. Aber diese Aktivisten haben das alles zusammen gebracht und sie haben T-Shirts verkauft, dass das Internet eine Folge von Röhren sind. Und sie haben das zu der Konferenz mitgebracht und wollten eine Diskussion auslösen über dieses Thema. Aber sie dachten, dass dieses Thema, dass die, hier gibt es ein Bild, das entstand ein bisschen später. Es geht um einen feministischen Hackerspace in den USA. Und es geht um einen Workshop, der ein bisschen modern ist. Und es gibt einen Unterschied zwischen 2006 und was ein bisschen später passierte, wo es einen Hackerspace gibt. Erstellung von Zeilen hat mit der traditionellen Art von Hacking nicht so viel zu tun. You know, feminist consciousness raising and you know, Riot Girl and aber da gibt es halt Überschneidungen und es geht um DIY. This is another artifact from someone in Philadelphia. Hier ist ein anderes Stück und and was trying to find a way from the und es, stuff that she knew how to do. Ja, sie hat versucht die Dinge, die sie weiß und also etwas herstellen und nähen und aber auch Elektronik und das was etwas Neues machen und sie hat einen Schal gestrickt und auch Ethernet-Kabel ist damit reingebracht und das war etwas, was ihren Weg in die Elektronik dazu gebracht hat. Why haven't these things gone together? Also seeing ja, es gibt auch, dass dieses Bild hier zeigt, ein bisschen radikalisierteren Ansatz und es geht um feministisches Hacking auf der Text sagt antirassistisch, antisexistisch, Giant Punk, DIY und Individualismus etwas mit anderen machen und you know, individualist, self-reliant. It also says gender hacking, anti-capitalism, hacking von gender technologies, biohacking. So, ja, es gibt ein gewisses Spektrum hier von Politik und Eingreifen und feministisches Hacking ist das Thema hier. Dwell for a moment on feminist es gibt auch feministische Server. I haven't had too much text on slides, but this one is. Das sind alles Stücke, die es ist halt ein unabhängig betriebener Server, der von Frauen betrieben wird. Und dort läuft freie Software. But there are also a sort of networking principles that gets out of that more kind of literal artifactual mode into a sort of speculative der Server funktioniert nicht wie normalerweise, sondern greift einige politische Dinge auf. Also die Liste ist eigentlich wesentlich länger, aber ich habe nur einige Punkte hier. Also networks to be mutable and read-write accessible. And radically questions the conditions for serving and service also experiments es wird eben geschaut, dass er schreibt und Leseberechtigungen hat. Aber es wird auch in Frage gestellt, die Bedingungen, unter denen eben Service vom Server angeboten wird und der Server experimentiert ein bisschen damit, die Client-Server-Beziehungen irgendwie zu ändern.
Er arbeitet autonomer und it's just also the die is about Autonomie, you're dependent, being, you know, sort of transparent and open about es geht that. Darum it's eben about, zu schauen, von you know, wem man unabhängig you know, individually, ist, selbst does not strive for versorgen zu sein. Division of labor, not so fun stuff. Es versucht nicht, that one I think is really important. A lot of hacking ohne Unterbrechungen fortzufahren. Also die Aufteilung von Arbeit ist, you know, also alles, was nicht ganz so lustig ist, wird bei Menschen gemacht. Eben das soll hervorheben, dass das eben ein feministisches Problem ist. You know, where did that come from? It shouldn't be a seamless experience where you're not thinking about the, also, man sollte nicht darüber nachdenken, wie es dazu gekommen ist, also die ganze Lieferkette davon. And shipping. And we'll also have a post-use life, which also, might be recycling, es, might be es geht auch darum, very hazardous, Teile am Ende eines Lebensprozesses reclaiming of sichtbar precious zu machen, by people eben without good das labor Recycling und eben or might not, das Recycling auch von Menschen gemacht wird, ohne sinnvolle Arbeitssicherheit. Treats technology und, as part of a social reality. This is a big one, but it's really just darum, sort of opening up the space to acknowledge that Teil, legacy of division that I was talking about earlier. Realität anzuerkennen and takes the risk of exposing und her insecurity. Der letzte Punkt ist, I like this die, one so much. Das Risiko it's really einzugehen, evocative on a few levels, eigenen Unsicherheiten anderen zu offenbaren. Level, what I want to point und out is that it's very different was ich eben than, sagen will, ist, again, dass a sort of ziemlich, thread or a strand of hacking that's about you know, owning anders hard ist im Gegensatz zu anderem Hacking, it's weil it's es eben nicht so you know, sort of present with also dass man darüber so total bestimmend and, ist, you know, sondern einfach andere Menschen involviert you know, und auch Probleme zeigen ones, right? Kann, die man mit manchen so Sachen hat. What it means to be engaging und das soll eben in zeigen, all these was es bedeutet, new eben, and sort of mutated directions. Im Hacking involviert one zu more sein. Example from the sort of feminist hacking, und ein neues Beispiel, das ich euch noch zeigen wollte, tell you about for a second, was this exercise, I was at a feminist hacking war convergence eben in diese Montreal Übung in auf einer feministischen Hacking-Konferenz in Montreal in 2016. In understanding public key cryptography. Man hat eben versucht, Kryptographie mit Hilfe von Tanz Menschen näher zu bringen. Theory, people actually try to embody it. So placing your body also in the relationship den eigenen with tech, Körper in Verbindung mit Technik zu setzen. In kind of explicitly separate spaces, but going und through the eben principles of, die Prinzipien von Kryptographie in a spontaneously spontan choreographed in dance einen, and then performing it all together. Eine zu verpacken. Okay, so these are some of the again, ways, the mutant strains of feminist hacking. I don't want to suggest that this has been will just a very linear and sagen, conflict-free das ganze, also der ganze progression. And so I do want to dwell for a moment und, on just a single instance of conflict, which probably the details will be unfamiliar, but there might be a sort of wider recognition, I think. So this is from Hackerspace also im in Hackerspace in Philadelphia in 2011 and a handful of members of the space proposed haben sie eben vorgeschlagen, ein Event zu veranstalten, bei dem es darum gehen sollte, Sexspielzeug zu hacken. Suggestion, you know, the same as you know, also, having an Arduino so night or a in, wie, you know, wie zum Beispiel, wenn man eine but, you know, they sort of put Programmiernacht like, für zum Beispiel well, Arduino-Mikrocontroller veranstaltet. Really und die Veranstalterinnen waren sehr überrascht, wie andere Mitglieder des Hacking Spaces mitmachen wollten. Proposed. Und sort of eben auch Flyer dafür hergestellt haben. And so what happened was they also, were really surprised that sie waren einfach, other people in the space were sort of like, no, no, überrascht, we don't want to have this here. Viele sich dann auch gedacht haben, nein, wir and wollen so das in unserem Hacking Space nicht. Opposing, the event.
Und es gab dann eben eine Reaktion, in der bestanden ist, dass viele Hacker hier im Space eben mehr Dinge produzieren wollen, die zum Beispiel auch im Make-Magazin abgebildet worden sind, nicht wie in der Julian Assange-Konferenz. Besuchende Typ von Hackern hier im Space vertreten sind. Und wir really interessieren uns auch eher für die globale Bewegung von Hacking Spaces. Und wir glauben nicht, dass eben Sex-Toys bzw. Sex-Spielzeug Hacking wirklich da hineinfällt. Do-it-yourself hat sehr viel eben mit dieser Vater-Sohn-Nostalgie zu tun und deswegen hat das hier keinen Platz. Das ist zwar sehr enttäuschend, dass das eben so passiert ist, aber es ist eben Teil dieser Hacking-Community in den USA und in der Julian Assange Hochkonferenz werden auch Sachen wie das Knacken von Schlössern eben ausprobiert. Maybe suggesting it's not even hacking aber was at all. Ich so schade finde daran ist, dass es eben wie diese Nachtzeit eben symbolisieren will, dass Sexspielzeug Hacken kein richtiges Hacken ist und nur das Vater-Sohn it's really interesting that this sort of proposal wirklich that als richtiges Hacken gesehen werden kann turned into this pretty full und das hat eben meine Diskussion ausgelöst, was Hacken wirklich ist, so grundlegend. Und das ist eine Antwort von einer der Personen, die eben diesen Workshop vorgeschlagen hat. Und sie sagt, also meine Überlegung ist, dass dies ein Hackerspace ist. Und Initiativen sollten nicht verurteilt werden, insbesondere Initiativen, die alte Muster aufbrechen wollen. Und unser Space ist sehr fokussiert darauf, an Hardware rumzubasteln, als kein Interesse und scheinbar auch nur für weiße Männer eben artifacts and practices that you already know how to do und in a new direction. Also like, meiner Meinung nach, oder according to, der Meinung you know, von vielen Personen nach, so ist Hacken really einfach really das really, Nehmen, was man hat, und etwas Neues daraus machen. Und as controversy. And, you know, ich was really surprised war that sehr überrascht, sort of the prospect that Menschen eben dildo hacking was this interruption gesagt haben, of dass es eben das Hacken, also Sextoy-Hacking, eben diese Nostalgie zerstört, dass es irgendwie anstoßend ist, dass es ein Problem ist, dies zu machen. Das sieht man eben, dass Sexualität ein Problem ist und insbesondere vielleicht Sexualität von Frauen im Gegensatz zu der Sexualität von heterosexuellen Männern included women, und men and non-binary people, actually left. Alle they Personen, die to a new sich space als weiblich, non-binary was, oder trans identifiziert haben, kind of haben eben den Hackspace dann verlassen und einen and neuen Hackspace gesucht. You know, stayed how they were und and didn't der have to, you know, keep having Hackspace, der dies and, eben abgelehnt hat, hat dann eben nicht mehr das Problem gehabt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil eben die Personen gesagt haben, sie verlassen den Space und sie haben auch niemanden rausschmeißen müssen. I know these conflicts have been very painful and alienating. Viele dieser Konflikte sind halt für maybe die Personen, die das erleben müssen, sehr frustrierend. Und part of why this has been so difficult ich glaube, es ist deswegen so schwierig für die Menschen spaces, in den Hackspaces,
is that people are actually wrestling with this whole legacy Menschen, of division that I laid out in the first part of the talk. Mit diesem Erbe der Überlegenheit konfrontiert sind, dass sie nicht einfach so ablegen können. Fellow group members who are also einfach weil es viele Menschen gibt, die in diesen Hackspaces ähnlich sind wie die Personen, die bereits da sind und es dann nicht so einfach ist, andere Personen really hineinzulassen. Sedimentary layer of, you know, who has been anointed sort of power of agency es gibt over dann tech, eben diese Personengruppe, die eben you know, for whom that has been sort of a taken for granted tacit assumption and who's had to sort of assert their presence or their right to be there in different ways. And so when there are these, you know, conflicts and flashpoints, und all das existiert und das ist auch schwierig zu lösen. Anywhere, but it's sehr schwierig, very hard to solve in in Organisationen, die auf freiwilliger Arbeit basieren und kommen wir nun zur Vielfalt zurück. Und das ist hier das gleiche Zitat, ich werde es nicht noch einmal lesen. Frauen in der Technologie sollten ihre verschiedene Erfahrungen einbringen und bessere Produkte erstellen. Also, aber diese Idee von Vielfalt ist nicht ausreichend, um das zu erreichen. Es ist zu einfach, Marktwerte anzuschauen. And that's not really why they're there. Es gibt auch wichtige politische Arbeit, die Menschen in den Hacker-Gemeinschaften gerne machen möchten. Es ist ein widersprüchlich. Man hat auf der einen Seite Marktwerte und auf der anderen Seite ist es aber nicht das, was du machen sollst. Das ist hier ein sehr provokatives Beispiel. Hier geht es darum, dass Diversität Slogans erzeugt, wie Black Lives Matter oder auch Slogans, die man you can make these diversity-affirming slogans fit also diese Slogans, violent, carceral, militarized. It doesn't necessarily challenge the system itself to bring forward individuals' identities as members of marginalized groups. Sie bringen nicht ohne weiteres Identitäten hervor, die grundlegenden Spannungen werden nicht notwendigerweise gelöst. And dominance and exploitation. Also kommen wir nochmal zurück zu der freien Software vom Anfang. Das hier hatten wir schon Konsens erreicht, aber wir sind noch nicht weit genug. Also diverse Mitbeteiligung da und diese schwierigen Diskussionen, das Hacking in den Gruppen für freie Software. Wir können das als Einstiegspunkt betrachten, aber wir können das noch ein bisschen weiter betrachten. So specific in also gerade für lokale und auf freiwilliger Arbeit basierende Gruppen wie Hackerspaces oder die Projekte, die vielleicht verteilt sind, an denen du arbeitest. Diversität ist gut aber und notwendig, aber nicht ausreichend. Auch andere politische Meinungen, wie zum Beispiel die Einstellung zum Militarismus, die können auch zu schwierigen Konversationen führen. Aber da geht es auch um Werte und Ziele. I don't need to tell
Und ja, man muss einfach versuchen, hier weiter zu experimentieren, ob das nun Krypto-Tanz ist oder ja, einfach ja, versuchen herauszufinden, was man erreichen möchte. Und ja, innerhalb dieser Räume, und das ist kontrovers, ja, und also Gespräche auch manchmal unter vier Augen sind sehr wichtig und wenn sich Menschen sicher fühlen und sich gegenseitig respektieren, dann und an den Punkt kommen, wo Unterschiede zu sehen sind. The other thing I want to point out, though, is that there's a whole lot of stuff. Ja, es gibt noch einen weiteren Punkt, dass hier wirklich viel passiert und es ist ein Fehler und no one's fault that you can't. Aber nicht der Fehler von Einzelnen, dass man nicht alles lösen kann in den Gruppen. Es gibt halt auch gesellschaftsübergreifende Ziele, die wir alle im Blick haben sollten. Wenn wir das alles lösen, dann wäre auch die Vielfalt zu erreichen in der Technik viel einfacher. Ja, zum Beispiel soziale Gleichheit und Fairness am Arbeitsplatz. Public reconciliation, I'm giving US examples here, reparations, land back. And obviously the one that's coming for all ja, of us, climate is das going ist, to be, you know, the biggest problem. Ja, das größte Problem, was wir hier haben, you know, auch bezüglich ökonomische und rassistische so in conclusion, my little take-home slogan is that there's no hack or tech audit for justice, but there are these different levels. And man kann, you know, es gibt da verschiedene Bereiche und man kann an der einen Bereich really arbeiten oder an dem anderen. In the sort of tech domain. And that's not a short. Man sollte es trotzdem versuchen. That is all. Das ist alles, was ich habe, und ich bin sehr froh, dass ich zu euch sprechen konnte. Und jetzt kommen wir zu Fragen und Antworten und dann. All right, thank you. Thank you. Okay. All right, everyone. Questions on Twitter, Mastodon. Ja, ihr könnt Fragen stellen auf Twitter, Mastodon oder im IRC. Wir warten noch ein bisschen and ask und fragen ein paar Fragen jetzt. Also, wann hast du die Forschung für dieses Buch gemacht? Time-wise? Ja, also, ich habe damit angefangen. It actually, we were talking before we had an audience a little bit about radio. Hatten, and my earlier project was about people building radio stations and zum Thema Radio. Try to be brief. Und but they hatten had a very emancipatory set of ideas Publikum, about what it meant to teach people how to build electronics or solder a transmitter board or something. But they kept running into also, some of these patterns of exclusion that I mentioned. Technologien zum Thema Radio, so aber sie sind eben immer wieder in dieser alten Muster zurückgefallen, eben in Muster des Ausschließens. Where people were trying to, und, you know, directly head-on confront some of this stuff. So I think I heard about it gegeben, in around the 2006 era. Mit konfrontiert haben. Started working on it maybe, also, it's about 2010 so to about 2015 is the period that I was actively, you know, going to conferences and meetups and spaces und bin zu and interviewing people. Gegangen, so und it's a sort of snapshot. Verschiedene Hackerspaces besucht. That's the shortest answer. Ah, yeah, that's sehr interessant. Right, that's very interesting because denn ich dachte, wenn hättest du die Alt-Right beobachtet, ja, also, so much more ja, also die ganzen Diskussionen wurden immer radikaler, nicht nur aus der linken Seite, sondern oder nicht von der linken Seite, sondern von der rechten Seite. Right? I think that's also, a really ich finde, das ist ein point, and I think you're right. This does, interessanter Standpunkt. I mean, ich glaube, I was finishing recht. The book during the Trump ich era over here, and I know you've got your own counterparts der Zeit in Europe. In der Präsident Trump but this is im Amt all war. Very much within a kind of Obama liberal, das neoliberal die Zeit framing. Nach and actually, something I wrote about, I think, is in the intro der, of the book, is Zeit, the Obama White Obama House had a women in STEM as part of a
wo es auch darum gegangen ist, Frauen und Personen also mit anderer Hautfarbe sichtbar zu machen. Und das hat eben die Trump-Regierung dann wieder rückgängig gemacht. Es gibt da einen Channel für where they were like polnische Python-User und die haben dann eben was dazu geschrieben, von wegen, wie man IRC channel, whether Nazis that was trolling von so or whether Channels it was real Nazis. Verbannen kann. And yes, I think the sort of stakes of some of this has gotten a lot more stark. Von Nazis oder Menschen, die so getan haben, als wären sie Nazis. And so in certain ways, the sort of which side are you on questions are easier. But the sort of depth of what's at stake also, and what's being defended ist, glaub ich, is maybe schwierig, harder. Den so, Kern yeah, ausfindig zu machen, was eben is, da wichtig sort of temporal ist. Is really part of this. Yeah. Okay. Now, return to the ISC. Hast du dir die Frauen in der freien Software angeschaut? Könnten Sie die Frage bitte wiederholen? I think the question is whether you have gibt es da ein Muster, wie Frauen in die Bereiche kommen? I think as a familiar context. Sure. Ich habe persönlich keine Forschung dazu betrieben, aber es gibt da sehr viel andere historische und psychologische oder soziale Forschung dazu, die eben zeigt, dass Menschen, die schon im jungen Alter damit in Kontakt gekommen sind, even in households where say, also a computer came auch home in early Haushalten, on, in denen einfach früh ein Computer ins Haus gekommen ist. Also wir reden hier von einer Generation, die schon etwas zurückliegt. Boys were more likely to sort of claim it as theirs or take time on it or start playing with it even a couple or a few years earlier than girls. Das, and so, yeah, I haven't looked at that, those sort of life narratives directly, but other people have, and I draw on that. And that's also something Schwestern zum Beispiel oder als Mädchen im Allgemeinen. Und bei Erwachsenen not have their own kids encounter the same oft, problems or sort of legacy of division. You definitely hear people saying, you know, I want this to get solved so Kinder, my daughter insbesondere doesn't Mädchen have a hard time. That's a little outside of what I've looked at, but kommen, it feeds in. Okay. Probleme vorzubeugen. Right. Alright, this is slightly jetzt kommt eine question. Längere Frage. Ich habe schon sehr viel weißen Feminismus gesehen in der freien Open Source Software. Und Vielfalt, Gleichheit und Inklusion ist Intersektionalität wirklich schon erkannt in diesem Bereich oder ist es hier schlimmer? In FOSS, around 2%. Great, yeah, so I couldn't, first I will flag that the numbers in FOSS have started to change. There's later research that shows that they're up some. Haben sich auch schon wieder verändert. The question nach about oben. White feminism is a really good one, and I do write aber in the book warum about ich eben people sort of über Feminismus that. In diesem Zusammenhang sprechen wollte in meinem Buch. And so the sort of trajectory was the first category that people started Menschen to notice aufgefallen ist, of exclusion was women. Insbesondere Frauen and, von diesem Bereich eben I ausgeschlossen worden sind. Und women Frauen opened up pretty quickly to being non-essentialist and again inclusive of trans and non-binary sorts of identities. Waren auch but I think that the race wie non-binary oder Transpersonen aufzunehmen sometimes talk about is sort of global positioning. Und you know, global wenn man das North Ganze global betrachtet, also North America, in Europa und it, Nordamerika, harder, I think for them to sort of deal as head-on ist es meiner Meinung nach schwieriger, you know, für diese and, I mean, these are fundamentally questions of racial capitalism. Rassen and so being und, positioned within fairly well advantaged, you know, global North Überlegenheit communities gegenüber dem
globalen, den global benachteiligten Personen Awareness and sort of development of und potential eben, solutions ich finde, da gibt es eine gute being Gruppe, inclusive die sich of women darum kümmert, eben Probleme dafür zu finden, you know, dass Frauen really eben broadly exkludiert sind. Of women including people in und, global south positions and in racialized also, categories funktioniert in the global north. Als, also Frauen zu inkludieren, funktioniert meiner Meinung nach besser wie rassistisch benachteiligte Personen oder auch Personen im globalen Süden zu inkludieren. Also think that that is, und it's uniquely hard, I think, to solve in voluntaristic groups because also the forces, ich glaube, at least in the US, insbesondere in den USA, schwierig zu lösen, well, like the forces that weil die Mächte bzw. die Kräfte, die and, you know, eben Ungleichheit verursachen, wollen das nicht aufgeben. Zum Beispiel die ganzen Technologiefirmen wie Google zum Beispiel. Also alles in einem kapitalistischen Umfeld werden sich sehr schwer tun, damit diese Probleme zu lösen, weil es immer irgendjemanden geben wird, der eine Macht ausüben will. Also zum Beispiel auch mit Überwachungstechnologie oder zum Beispiel Gefängnisse. Und in diesem Umfeld ist es halt schwierig zu sagen, man muss zum Beispiel mehr dunkelhäutige Frauen anstellen. Und so ein This is sort of rambling. Eine Zusammenfassung hierfür ist, it's going to be easier to make fairly small interventions, and so I think that that's. Ist leichter, I actually eine have somebody talking about kleine this. Like, Innovation if we make the machen, space more inclusive und zum Beispiel to anybody, in so kleine and say, you know, bad behavior isn't here, kann man there isn't welcome leichter, here. So kleine Änderungen you know, that can hit umsetzen, a note where. It might cause there to be a sort of more inclusive community that would be welcoming to a bunch of different types of folks, Umgebung but it's not necessarily realistic für andere to Personen ist, tailor aber in a voluntaristic group that's small a response to the sort of forms of exclusion dass all das the Ganze kinds of different people have alle experienced. Die sich and so, exkludiert again, fühlen, I think of this as kind of a question of scale. But I really do think that the sort of way that voluntaristic groups, i.e. not also, the market, not workplaces, Bereiche, articulate also, you know, nicht Märkte, what they think the problems are and what they can, können you know, how they can leichter sort of begin to talk about solutions are really important precisely Lösungen because they're reden, not weil hamstrung sie eben by the same nicht, contradictions that for-profit sind, spaces are. That was a long, it's machen, a really great question. Und, I do take it up some. Damit niemanden the people I was writing about, I think wirklich we're starting to take it up müssen. Some. It's probably more und es war eine lange Frage und meine Antwort auch, aber die Frage war so kompliziert. Yes, all of these things. Ja, wir haben noch eine right, interessante Frage. Was würdest du Menschen raten, within, ja, die Communities von innen zu ändern oder neue Strukturen zu schaffen? Ich habe dafür eigentlich keine wirklich gute Antwort. It is kind of the also, das ist meiner Meinung nach eben die Frage, die man aus diesem Talk mitnehmen soll und die drängende Frage in vielen Spaces. Und ich glaube, es gibt gute Antworten auf beiden Seiten, aber es kommt eben darauf an. I do see a virtue in some space also, being set aside. Ich sehe, dass es sinnvoll sein kann, eben einen Space, you know, separate space einen separaten Space aufzumachen. Sort of wider space is going to vary. And I don't think it's necessarily a binary, like you're either totally outside or you're ich finde auch nicht, having dass a, das, you know, nur a big discussion about zwei Bereiche how to be aufgeteilt inclusive. Werden kann. Also you know, entweder man ist kind of inkludiert oder eben nicht. You know, happening. But I've seen people argue aber both sides of it, ich habe schon seen, Menschen think, compelling answers on gesehen, both sides of it. Beide Argumente vertreten. Und but, yeah, it is kind of the place where the idea that we're sort of
all taking up this project so together ein bisschen, dass can eben, start to, you know, wir alle diese Idee break down. And some people think you're really losing a lot if people go off and stop. Es braucht eben viele Menschen, die da zusammenarbeiten und gemeinsam agieren als gemeinsame Gruppe. And so, ich habe yeah, da I don't wirklich have a keine richtige Antwort dazu. Es kommt ein bisschen darauf an, was das Ziel ist. Ja, es sieht so aus, als wenn die Hacker-Spaces haben den Vorteil, dass sie auch Untergruppen beheimaten können, also auch Ereignisse oder Gruppen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen können, also zum Beispiel ein Hacker-Space hier in Berlin. Sie haben eine Gesprächsreihe gestartet, da geht es darum, Gespräche mit Bäumen zu führen, und da gab es nur Frauen als Rednerinnen und da gab es noch ganz andere Themen und nicht diese typischen männlichen Hacker-Themen und ich glaube, das ist wirklich toll, wenn man diese Räume schafft. Ja, das ist jetzt just nur eine Idee von mir. Oh, someone had a question. The title of the book ja, der Titel des Buchs heißt Hacking Diversity, oder? Yeah, I think the whole yeah. title. Yeah, also if der, you look for Hacking Diversity, you'll find it. Titel name, ist etwas Princeton länger, University aber Press. Wenn ihr einfach für Hacking Diversity nice. Oder meinen Namen so, sucht, werdet ihr das Buch finden. Shameless and say it's on very es deep ist gerade sale right now, if you reduziert. Or to buy it from also wenn ihr es direkt directly, von der Princeton there's a discount Webseite code and kauft, it's on my Twitter. Gibt es einen Rabattcode? Das ist, glaube ich, auf meiner Twitter-Seite. Also anyway, es ist 40% reduziert bis Februar, aber nice. Ja, egal. Ah, super. Right. Kannst du noch etwas dazu sagen, wie die Strukturen, like GitHub, wie GitHub code die Code-Erzeugung, wie das da reinspielt? Yes, also historisch gesehen the ist eben der Fokus you know, the artifact, what you get produced, the code, even hardware, eben has taken on this sort of Produzieren exalted von Code, das symbolic hat eben auch meaning, eine symbolische and it has Bedeutung. Definitely contributed to both the denigration und, and the invisibility of es gibt eben people who weren't doing that kind of eine, work and who might also be doing Menschen, community die das building nicht or früher even, gemacht haben, yes, things, sind documentation eben or translation, da nicht so gut sichtbar. Right, zum Beispiel auch practices. Dinge wie Übersetzung oder so ist nicht ganz so sichtbar wie der Code selbst, auch auf GitHub. You know, und jeder, der den Code geschrieben hat, sort of hat so den Obermenschenstatus und alle anderen werden vergessen. It's definitely contributed to again the historical sense that there was underrepresentation of some kinds of folks. Es hat diese Unterrepräsentierung immer schon gegeben. And I think there are ways you can. Aber es gibt eben Wege, I mean, um das zu ändern. Das fängt eben damit an, Bewusstsein sort of signal, zu schaffen. The celebration of und, the technologist is coming in from all these other places in the culture also, and so das ist nicht nur um das technische geht nicht nur um das reine Programmieren is also tough but not impossible and again I see that ich, I see that ich actually, sehe at least here as part of a sort of bigger USA, culture war and einen quasi you know, the idea that the sort of tech is the also godly Technik apparatus ist eben so, and everything else is you know das Humanity göttliche squishy, irgendetwas soft stuff we don't und need, Menschheit, gonna, you know, also das Menschliche ist etwas, das sowieso irgendwann ersetzt yeah, wird. It's, it doesn't have to be as big of a und, topic as that, but that's, again, it's all kind of in there. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Frage question, beantwortet, yes, aber das gibt es eben auch und in, das eben anzusprechen ist eben and, wichtig. And building, forms of collaboration und das and fördert eben auch sort of like nominally non-hierarchical, Contributions und eben Zusammenarbeit, raising visibility das ist nur and eben auch das credit giving to other kinds of das contributions. Schreiben von Code yeah. sich reduziert. So do you feel as someone ja, denkst du, dass jemand, der in der Wissenschaft oder in der Technologie erkannt wird, ja, ich glaube immer, dass andere das gar nicht merken, dass sowas existiert. Existiert oder denkst du, dass das sich ändert oder ist das gleich? Ich bin mir da nicht know. Sicher. I mean, I think that there's a
es gibt a lot viel Sichtbarkeit auf der einen Seite und selbst even, you know, something so etwas in den USA wie, with, and who knows also what will be happening ich weiß nicht, after COVID, nach but, Corona you know, passiert, aber zum Beispiel das öffentliche Schulsystem cut after the first financial hat eben crisis eine Budgetreduktion ertragen müssen nach der Wirtschaftskrise und you know, come forward and do things that institutions had maybe once been doing. Können manche Sachen einfach nicht mehr machen und I think that the, again, I'll keep coming back to the tension between what. Also es gibt eben da einen Widerspruch, Probleme zwischen politischen goals for these kinds of activities. Them und versus what the market wants was them der Markt to do, sagt, was gemacht werden sollte. Are sort of in tension and oh, there was a moment und es where I was interviewing Moment someone gegeben, maybe in, wenn ich jemand, als ich jemanden interviewt habe, 2012, ich habe eben Fragen zu freier Software gestellt and er war sehr nett, aber er hat mich dann einfach so gefragt, warum ich ihm Fragen dazu stelle, weil das ist ja tot und es gibt jetzt die Open-Source-Bewegung und ich bin nicht nur die einzige Person, die darüber geschrieben hat. Aber idea that there's something here that can't just be, you know, co-opted by a market. Die Idee, dass like, irgendetwas von einem Markt eben bestimmt and, wird und I mean, I think there is a lot of there's continuing to also be a es lot gibt of viel to, you know, hackathons and Interesse coding eben an these kinds of coding things. Bootcamps oder but, Hackathons. I don't know. I guess I'm sort also of too ich bin inside irgendwie and zu involviert, to aber auch nicht I involviert, well um da wirklich eine Antwort of, geben like, zu können. Of these activities. I think people look at me less weird talking about this than also, a book about radio in the 21st century. Ich glaube, century. Leute schauen mich weniger seltsam an, wie damals, sort of, als ich ein Buch über Radio im 20. Jahrhundert geschrieben habe. Really sustained und, work to sort of disarticulate, disentangle some of this from industry where it's getting the sort of most not just attention but the und, sort of most celebration and the ways that that can kind of ich will, dass es nicht nur, distort I think some of the other intentions that is yeah. always going to be tough. Ja, wunderbar. Right, ich denke, unsere Zeit ist rum so jetzt. Also danke vielmals und alle kauft dieses Buch und habt eine schöne Nacht. Bye bye. Tschüss. Good day. Thank you so much. Thank you. Thank you.